heute mal nicht aus dem Radiomuseum. Sie wundern sich. Klar, demnächst ist ja Oldtimer-Treffen in Lünen. Wir stehen hier vor einer Garage in Erkenschwick. Hier steht kein Volksempfänger und auch kein Grammophon. Hier steht ein ganz besonderer Audi. Baujahr 1938. Mal gucken, ob er noch läuft. Er steht schon sehr lange. Aber schauen wir gleich mal. Schwenk auf die Garage. Man sieht die lange Standzeit. Mann, dreckig ist er. Ja, mir zeigt, dass er gewaschen wird. Wir gucken einfach mal, versuch du mal mit dem Schlüssel, ob überhaupt was im Saft kommt. Weil dann haben wir hier... Oh, das sieht da gar nicht gut aus hier. Dreck. Okay. Dreck. So, als erstes Probe. Als erstes gucken wir, ob noch Zündstrom da ist. Das hätte genug Strom. Dieser Strom, Kontakt. Schock gezogen. Meine Damen und Herren, 1938, 12 Monate Standzeit, er läuft. Na, so viel Glück muss man haben, sag ich mal. Aber wir werden noch einiges vorbereiten müssen für die Fahrt. Ich habe hier irgendein Problem mit dem Kühler, glaube ich. So, laufen tut er. Den Rock haben wir gelüftet zum Halbcabrio. Für viele Leute 20 PS, zwei Zylinder, Dynastart. Der Dynastart ist natürlich hier unten. Ein riesiger Klotz. Der Name sagt es schon. Dyna für Dynamo und Start für Starter. Anlasser und Lichtmaschine in einem. Verbaut worden, vielen bekannt, BMW Isetta, Gogo, DKW, Fulda Mobil, Zünder Pianus, alle hatten diese Vorrichtung. In den 60er Jahren bis 1969 bei Gogo verbaut, später als BMW bekannt. Dann war Schluss. Weitere Informationen demnächst bei uns. Geschafft. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir die Karre auf Hochglanz kriegen für unser Oldtimer-Festival. Übrigens habe ich mich ein bisschen verhauen. Der ist ja sogar älter, als ich dachte. Nicht 38, sondern 36. Wir sehen uns. Ja, den braun-roten, den haben Sie ja kennengelernt. Läuft ja. Keine Probleme. Hier haben wir das fast baugleiche Modell von 1953 aus den Audi-Werken in Zwickau. Ja, Baujahr 53. Läuft, tut und macht. Auch Cabriolet, ganz starke Karosserie. 17 Zoll. Und natürlich von Gläser gebaut. Ja, auch den werden wir dann sehen in voller Aktion in Lünen, wenn wir dann zusammen auf der Oldtimer-Rallye sind. Wie gesagt, es geht diesmal nicht um Radios. Demnächst und bleiben Sie uns treu.